Dieser Tage wurde das neue Wohnheim für Senioren mit betreuten Wohnen in Ebenfurt eröffnet. Bürgermeister Rosenmeier und Landesrätin Borislav nahmen die Eröffnung im Beisein der neuen Bewohner vor. Heute ist wirklich ein Freudenstag. Ein Freudenstag nicht nur für diejenigen, die heute diese schönen Wohnungen in Betrieb nehmen. Es ist auch ein Freudenstag für die Stadtgemeinde. Betreubares Wohnen ist, glaube ich, für eine Gemeinde ein ganz ein wichtiges Standbein. Die Menschen werden immer älter und sie haben grundsätzlich das Recht, in Würde in ihrer eigenen Heimatgemeinde alt werden zu können. Worauf muss man beim betreubaren Wohnen Rücksicht nehmen? Betreubares Wohnen hat einige wichtige Kriterien, die zu erfüllen sind. Die Wohnbauförderung Niederösterreich gibt uns da einige Kriterien vor, speziell für ältere Menschen eben da Maßnahmen zu setzen. Große Gemeinschaftsräume, behindertengerechtes Bauen, speziell in den Wohnungen, rollstuhlgerecht, Aufzüge etc. Das betreubare Wohnen bedeutet leistbare Wohnen bis ins hohe Alter, wo es natürlich auch um neue Bedürfnisse, um andere Bedürfnisse geht, wo es um Barrierefreiheit geht, wo es darum auch geht, dass ich mir Leistungen zukaufen kann, aber vor allem, dass es darum geht, dass ich hier einen sozialen Kontakt habe, dass ich nirgends isoliert bin, sondern da geht es um die Gemeinschaft und da wird sicherlich die eine oder andere Party gefeiert werden. Sie ziehen in dieses neue betreute Wohnheim ein. Was war Ihre Entscheidung dafür? Die Karte hat einen Schlaganfall gekriegt und das war für uns die einzige Möglichkeit, dass wir es verbessern könnten. Wir haben am zweiten Stock gewohnt ohne Lift, keine Chance für sie. Der Grund war meine Tochter. Ja, meine Tochter hat studiert, kann sich natürlich noch keine teure Wohnung oder ein teures Haus leisten. Und so habe ich gesagt, wenn du in Ebenfurt bleiben willst, schenke ich dir die Wohnung. Gemeinderätin ist sie schon. Dann soll sie in der Heimat bleiben. Ich wohne allein in einem großen Haus mit großem Garten und mein Enkel wohnt in einer Mietwohnung und die Miete hat sich um 240 Euro erhöht und da ist zu mir gekommen und sagt, Opa, ich ziehe aus, ich bin nicht bereit, 700 Euro für diese Wohnung zu bezahlen. Und da ihr das Haus ohnehin einmal gehört, hat es Klick gemacht und jetzt wohne ich hier. Von Aeta Alfredo, die zwei Pensionistenwohnhäuser noch ausbaut und hier anpasst, das kann zum schönsten Viertel im Bezirk werden. Was kostet das Wohnen hier? Wir haben es zusammengebracht, sensationellerweise. Es war veranschlagt mit 432 Euro. Wir haben es zusammengebracht, dass wir um 385 Euro pro Wohnung und Mieter ganz einfach die Miete festsetzen konnten. Das ist sensationell.